Man kann sagen, es ist soweit. Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind jetzt auch bei uns hier in Franken angekommen. Wir erwarten in den nächsten Minuten einen Bus mit Menschen, die ihre Heimat verlassen haben. All das, was wir hier vorfinden und sehen und die Abläufe, erinnern sehr stark an das, was sich 2015 zugetragen hat. Nur mit dem einen Unterschied, dass hier zusätzliche Erschwernisse hinzukommen. Ich sage mal, die Corona-Situation, die ja doch sehr nach wie vor sehr gefährlich ist. Das zu organisieren und auch die Flüchtlinge zu versorgen, das ist jetzt die Aufgabe, der sich auch der Arbeiter-Samariter-Bund stellt. Ich möchte an dieser Stelle schon mal im Vorhinein herzlich danken unseren Helfern, unseren Ehren- und hauptamtlichen Samariterinnen und Samariter, die sich zur Verfügung stellen, weil ich fürchte, das wird eine längere Angelegenheit werden. Darauf sind wir vorbereitet und versuchen, hier das Beste draus zu machen, um den Menschen, die teilweise sehr traumatisiert sind, man denkt auch an die Kinder und junge Frauen, die ihre Männer zurücklassen mussten. Wir haben gerade gehört, dass Kinder mit ansehen mussten, ihre Eltern erschossen worden sind. Das geht nicht spurlos an jemanden vorbei. Und bis das aufgearbeitet wird, wenn das je aufgearbeitet, psychisch aufgearbeitet werden kann, wird es sehr lange dauern. Aber wir haben hier halt, wir versuchen hier eine Situation zu schaffen, dass sich die Leute, ich sag mal, in Anführungszeichen sicher fühlen und vielleicht ein kleines bisschen auch wohlfühlen.